Wir sind live. So, wunderbar. Ich guck mal, ob ich das hier mit den... Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur zweiten Online-Live-Weinprobe. Wir warten noch einen ganz kleinen Moment, weil sich immer noch Leute einklinken. Und dann werden wir in ein paar Sekunden starten. Also, ihr habt alle zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet. Herzlich willkommen. Gleich geht's los mit unserer Weinprobe. Wir warten noch. Gleich geht's los mit unserer Weinprobe. Wir warten noch. Gleich geht's los. Das ist alle. Warten mehr. Gleich geht's los. Das ist alle. Warten mehr. Gleich geht's los. Dann von Anfang an dabei zu sein. Warten mehr. Gleich geht's los. Dann von Anfang an dabei zu sein. Ich sehe hier schon viele bekannte Gesichter und Namen auf der Facebook-Line. Edwin, nice to see you. Enjoy the wine tasting. Wir machen es in Deutsch, aber ich glaube, du verstehst so viel Deutsch. Karin, herzlich willkommen. Lisa Ede, Weinladen Jemke, herzlich willkommen. Viel Spaß. Und aus Traben-Trarbach haben wir auch verschiedene Verwandtschaft. Aus Bielefeld, Katja, hallo. Und Dirk, viel Spaß heute Abend. Grüße aus Köln, grüße ich gerne zurück, hab ja 4 Jahre dort gewohnt. Susanne, schön, dass ihr dabei seid, ihr wart ja bei der ersten Weinprobe auch schon dabei, ich freue mich. Sven ist auch da, aus dem Weinladen Jemke, herzlich willkommen, hallo. Ja, wir arbeiten gerade an der YouTube-Geschichte. Es gibt einen neuen Link, ja. Auf dem YouTube-Channel. Ja. Gut. Können wir das da auch kommunizieren bei den Leuten, die jetzt auf YouTube sind? Ja, okay. Also, ja, wer uns jetzt schon hört, der guckt auf Facebook. Also, wer auf YouTube gucken will, dort haben wir einen neuen Link installiert. Und wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr uns auch gerne auf YouTube sehen. Da ist aber technisch jetzt kein Unterschied oder sonst wie zu der Sache, die auf Facebook läuft. Einziger Unterschied ist Instagram. Ich weiß nicht, läuft das da auch schon? Insta läuft, ja. Bei Insta ist es leider so, dass nach 60 Minuten abgeschaltet wird, da können wir nichts für, aber ihr könnt ja rechtzeitig dann zu Facebook oder YouTube wechseln. Okay, jetzt habe ich hier so, ja, der Stream ist jetzt eingerichtet auf YouTube, bitte nochmal auf den neuen Link klicken, dann könnt ihr uns auch auf YouTube sehen. Und wenn ich ein Zeichen kriege von der Regie, dann legen wir auch los. Stan und Karin, hallo, ich grüße euch. Ich grüße jeden. Also wenn ich jetzt euch nicht namentlich hier nenne, es sind so viele inzwischen, aber ich freue mich einfach, dass so viele dabei sind. Grüße von Karin. Dankeschön. Der Olaf aus Köln, auch das zweite Mal schon dabei, finde ich super. Wir haben überhaupt sehr viele Wiederholungstäter bei der zweiten Online-Weinprobe. Grüße aus Salzgitter. Mal schauen, was wir noch so heute Abend sammeln können, denn wir haben jede Menge Probenboxen versendet und das nicht nur in Deutschland, also über ganz Deutschland verteilt, sondern auch ins Ausland, Belgien, Niederlande, Dänemark. Also ganz toll, die Resonanz, genau wie bei der ersten, auch für die zweite Probe, haben sich sehr viele entschieden, heute Abend dabei zu sein. Es ist ja nicht überall morgen Feiertag, in Deutschland schon, aber ich glaube, in anderen Ländern nicht überall unbedingt. Aber man kann ja am Mittwochabend so ein kleines Bergfest auch einfach mal so mit einer kleinen Weinprobe feiern. Was ihr von uns bekommen habt in der Probenbox, das sind die 4 Weine. Davon habt ihr hoffentlich den Weißwein, also den Weißburgunder und den Rotling schön kalt gestellt. Die Rotweine
Könnt ihr auch leicht kühlen an so einem Tag wie heute. Es ist ja schon fast sommerlich warm. Aber wer es noch nicht gemacht hat, macht jetzt einfach bitte oben den Deckel ab von der Flasche, sodass der Wein ein bisschen Luft kriegt. Wer einen Dekanter hat zu Hause, kann das auch dekantieren. Ich mache das jetzt hier aus Platzgründen nicht, aber wer möchte, kann das eben auch zu Hause gerne umfüllen. So, und ich begrüße alle Teilnehmer unserer zweiten Online-Weinprobe. Wir haben die Zahl von der ersten, was die Probenboxen angeht, noch ein bisschen toppen können. Das heißt, wir haben sogar noch ein paar mehr verschickt als beim ersten Mal. Das freut uns unheimlich. Wir haben viele, viele Wiederholungstäter, Leute, die das zweite Mal dabei sind. Und das zeigt uns, dass es gut funktioniert hat. Und wir hatten ja in der ersten Probe, war für uns auch Neuland, und haben wir gebeten, schickt uns ein Feedback. Und das war unglaublich, wie viel Rückmeldungen kamen. Wir haben das nach und nach erst abarbeiten können. Manchmal hat die Antwort über eine Woche gedauert. Das lag daran, dass sonst auch viel los war hier im Weingut. Also vielen, vielen Dank. Wir haben sehr viel Lob bekommen. Und vor allen Dingen, was immer noch für uns noch wichtiger ist, sehr viel Anregungen, was man besser machen kann, was man anders machen kann. Und vor allen Dingen hatten wir ja auch gefragt, was in der zweiten Probe an Wein drin sein soll. Und durch die Bank, prozentual kann ich es jetzt nicht sagen, ich glaube 70-80% haben gesagt, wir wollen auch Rotwein probieren. Und da haben wir natürlich drauf reagiert. Deswegen haben wir uns entschieden für die Probe heute 4 Weine, 3 Farben, ein weißer, ein roséfarbener und 2 Rotweine. Und die werden wir uns heute Abend vorknöpfen und nacheinander probieren. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass mindestens die Hälfte von den Leuten, die uns heute Abend zuguckt, sitzt im Garten, auf der Terrasse oder sonst wo und hat den Grill laufen. Viel Spaß! Die Weine passen alle gut zu Grillgerichten, was auch immer ihr gegrillt habt, es passt. Wer nicht grillt, auch nicht schlimm, holt euch ein paar Snacks, vielleicht nachher, vor allen Dingen ab der zweiten Hälfte, dann Käse. Wenn ihr gerne Käse esst, passt immer sehr schön zu Rotwein oder auch Schokolade. Aber in die Details gehen wir später noch genauer ein. Einen Gruß werde ich noch los. Ich habe eben schon ein paar Einzelgäste begrüßt, aber ein besonderer Gruß, nämlich an die Julia. Julia H. wird heute 40 Jahre, feiert das mit ein paar Freunden oder Verwandtschaft, weiß ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, Julia. Gut gemacht, gute Entscheidung, und ich hoffe, dir gefällt die Weinprobe heute Abend. So, wir hatten euch neben den 4 Weinen diese Bewertungsbögen mitgeschickt und eine Probenfolge. Möchte ich ganz kurz erklären. Wir trinken gleich den ersten Wein, keine Angst. In der Probenfolge findet ihr hier die 4 Weine, die wir heute probieren, inklusive sogenannte analytischen Werte. Also einmal ALK, ist klar, ist die Abkürzung für Alkohol, in Volumenprozent ausgedrückt. Dann RS, das ist die Restsüße, wird in Gramm pro Liter angegeben. Das ist das, was man schmecken kann. Erkläre ich gleich noch mal ein bisschen, wenn wir was auf der Zunge haben. Und für die Profis, SR ist die Säure, die Fruchtsäure, die der Wein hat, also der Balancepartner zur Süße. Und das aber nur als Anhaltspunkt für die Probe. Ihr wisst, wer mich kennt, es entscheidet immer die Zunge. Schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Das sind die 2 Weine, die es gibt auf der Welt. Und wenn man das etwas genauer spezifizieren will, warum schmeckt mir das oder warum schmeckt mir das auch nicht, dafür haben wir euch diesen Bogen mitgeschickt. Da könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, ein bisschen was notieren und ankreuzen, damit ihr nachher bei der vierten vielleicht nochmal zurückgucken könnt auf den ersten und sagen, wie hat mir der denn gefallen? Ja, wir haben das ein bisschen eingeteilt in verschiedene Komponenten, die man schmecken oder wahrnehmen kann. Fruchtaroma, Geschmack, Süße und eben die Säure, also das, was ich eben auch bei den analytischen Werten gesagt habe. Und da könnt ihr euch dann ein Kreuzchen machen, wenn ihr das wollt. Und entscheidend finde ich, ist unten das, die letzte, also das, was ganz unten steht, das persönliche Empfinden, weil das ist so, ganz links ist, geht überhaupt nicht, und rechts ist, oh, ich rufe mal an und frage nach einem Palettenpreis, ja, für den Wein. Also, das aber auch nur für euch persönlich, könnt ihr vergleichen, wie findet mein Partner, meine Partnerin das, wie findet der Nachbar das, also nicht überbewerten. Wir haben viele Leute gehabt, die haben uns diese Bögen ausgefüllt zurückgeschickt nach der Probe, fand ich total super. Ja. Und das nehmen wir gerne wahr, aber letztendlich ist es immer nur für euch die Entscheidung, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. So, und ich glaube, jetzt habe ich lang genug gesprochen, dass wir den ersten Wein ins Glas bringen können. Das ist der Weißburgunder.
aus dem Jahr 2019. Bitte mal einschenken und ein bisschen Luft dran kommen lassen. Ihr wisst, wer mich kennt, ich rühre immer hier am Glas. Das dürft ihr auch so machen, nur ihr dürft den Nachbarn dabei nicht treffen. So, Weißburgunder, auch bekannt als Pinot Blanc, wenn er aus Frankreich oder Italien kommt, und Pinot Bianco. An der Mosel verbreitet mit ca. 350 Hektar Rebfläche und geht zurück auf die Rebsorte Spätburgunder, Pinot Noir, den wir ja später auch noch probieren. Das ist also eine Mutation. Und diese Rebsorte wurde schon im Mittelalter ins Rheingau gebracht, wie auch immer. Das lässt sich wohl nicht mehr so genau feststellen. Und diese Rebsorte ist dem Chardonnay, hatten wir in der letzten Probe, in der ersten Probe, und dem Auxois sehr ähnlich, sodass man eigentlich bis in die 50er, 60er Jahre lang in Deutschland diese Rebsorten zusammen in einem Weinberg gepflanzt hat und gar nicht unterschieden hat, die Rebsorte, weil die sich sehr ähnlich waren. Und erst dann hat man angefangen, wirklich Rebsorten rein, diese Rebsorten anzubauen. Die Ertragsmenge ist, sehr schön, schönes Wort, mittelhoch, fand ich super, habe ich noch nie gehört. Mittelhoch und regelmäßig steht bei Wikipedia. Also das Mittelhoch bedeutet, wenn ich will, kann ich hohe Erträge fahren, schneide ich die Rebe kurz an, habe wenige Augen, wenige Trauben am Stock, dann habe ich eben etwas weniger. Und das regelmäßig hängt in den letzten Jahren hauptsächlich vom Frost ab. Wir haben ja gerade letzte Woche die Eisheiligen hier an der Mosel gut überstanden, ohne Probleme. Andere Regionen hat es da hart getroffen mit dem Frost. Also die Burgundersorten sind immer sehr frostempfindlich, aber diesmal ist alles gut gegangen. Wir freuen uns. Und wenn wir jetzt mal probieren, die Dreierregel beim Weinprobieren ist erst schauen, dann riechen, dann schmecken. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund von expliziten Erschreibungen. Ich werde euch jetzt nichts von gelben Reflexen erzählen, die man hier sehen kann. Ja, der Wein hat die richtige Farbe, ist schon in der Flasche zu erkennen. Dann stecken wir mal die Nase ins Glas. Schön frisch, der ist also frisch abgefüllt. Heute ist Mitte Mai, Ende Mai, und wir haben den abgefüllt Ende April. So, und was ich bei dem Weißburgunder immer toll finde, der liegt so schön weich im Mund und auf der Zunge. Das ist so, weiß ich, ein Schmusewein, kann man sagen. Ja? Also der ist so angenehm, der fordert einen nicht. Der ist einfach angenehm. Ja? Finde ich super, muss man gar nichts Kompliziertes zu tun. Kann man jetzt nebenbei seinen Grillsteak zu essen oder seine Wurst oder auch sein gegrilltes Gemüse. Der hat 13 Volumenprozent, also schon ein bisschen Power. Aber die kommen jetzt im Tasting gar nicht so, im Geschmack gar nicht so raus. Also man hat nicht das Gefühl, dass man nach einem Glas schon irgendwie dödelig ist. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr die Flasche leer trinkt, dann merkt ihr, dass der 13 Volumenprozent hat. Also nicht täuschen lassen. Restsüße liegt bei 7,4 dieses Jahr, also 19. Das Jahr davor war etwas trockener, also etwas weniger Restsüße im Wein. Dieses Ausbalancieren hängt immer von der Säure ab, die der Wein hat, um dann eine vernünftige Balance hinzukriegen. Also dieses Jahr 7,4 Restsüße. Und ich merke gerade, dass ich keinen Ausgießer hier habe. Also trinke ich die Gläser leer. So, was ihr euch... Ihr seht das hier schon in der Reihe. Ich habe hier die vier Weine aus der Probenbox stehen. Und Wasser. Ganz wichtig, immer so viel Wein, wie ihr trinkt, ungefähr auch als Wasser trinken. Ich trinke Trabacher Felsenquelle. Roman, viele Grüße. Das Wasser, was aus Traben-Drabach kommt. Und das gibt es auch ab morgen bei uns in der Weinstube. Also jede Flasche Wein, eine Flasche Wasser dazu. Dann ist der nächste Tag kein Problem für euch. Sehr schön. Ich schaue jetzt mal hier in die Kommentare, was ich da sehen kann. Wenn ihr Fragen habt, ich habe es noch nicht gesagt, aber ihr wisst das ja, ist ja nicht ganz neu für euch. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt die in die Kommentare. Ich habe hier hinter der Kamera meine Familie sitzen, die schaut sich die Kommentare an und die Fragen vor allen Dingen, die da gepostet werden, und dann beantworte ich die gerne, sofern ich das kann. So, Grüße aus Bochum. Haha, Kirsten und Roland, ja,
toll, super. Also das Schöne habe ich eben, glaube ich, bei der Einführung nicht so explizit gesagt, ist, wir sind ja ein Familienweingut in Traben-Drabach an der Mosel. Wir haben auch viele Leute, die heute das erste Mal überhaupt zuschauen und uns vielleicht noch gar nicht kennen. Deswegen werde ich jetzt ein paar Sätze einfach zu unserem Weingut erzählen. Weingut Kaspari, Kaspari Eggert, gibt es in der fünften Generation. Allerdings stammen meine Frau und ich nicht aus der Familie, also ist nicht unser Familienbetrieb. Ich habe nicht das Weingut meines Vaters übernommen oder so, sondern wir sind sogenannte Quereinsteiger. Das heißt, wir haben eigentlich seriöse Berufe erlernt und uns dann überlegt, dass wir Winzer werden wollen, Winzerin. Spaß beiseite. Also wir haben, oder ich habe mich Anfang der 90er Jahre beruflich neu orientieren wollen und habe dann eine Winzerausbildung gemacht, die Meisterschule angeschlossen und habe Ende der 90er Jahre meine wunderbare Frau kennengelernt und wir haben dann im Jahr 2000 das Weingut Kaspari übernommen, das es dann schon eben seit 4 Generationen gab, als Familienbetrieb und haben den Betrieb übernommen, haben ihn modernisiert, haben ihn etwas vergrößert und haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Ich sage mal ein Stichwort, worauf ich nachher nochmal zurückkomme, Projekt 20. Das darf ich heute schon mal ankündigen, also es wird was zum 20-jährigen Jubiläum geben, aber da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Wenn ich es nicht vergesse, erinnert mich bitte. Und wir bewirtschaften hier in Traben-Trarbach Weinberge, in Traben-Trarbach im Nachbarort Enkirch und dazwischen. Und überwiegend Steillagenweinberge, das heißt an den Stöcken, alles was an den Stöcken passiert, ist Handarbeit. In den modernen Weinbergen können wir auch eine Spezialraupe einsetzen für Bodenbearbeitung und für Pflanzenschutz. Aber alles was am Stock passiert bei uns, inklusive der Weinlese, also der Traubenlese, ist Handarbeit. Und der Schwerpunkt liegt bei uns auf Weißwein, also mengenmäßig auf Weißwein. 80% ist, der Fläche ist Weißwein, aber es gibt eben auch Rotwein. Wir werden gleich noch 2 probieren davon und insofern kriegen wir heute eigentlich ein ganz schönes Abbild. Also so ein Farbfächer, sag ich mal, von Weiß über Rotling, also über Rosé zu Rotwein. So, ich muss das doch mal hier, wenn ich das noch zu Ende moderieren soll, kann ich doch nicht alles leer trinken. So, haben wir Silver. Entschuldigung, Silver hat von uns eine Probenbox bekommen und da waren keine Unterlagen drin. Das passiert auch schon mal. Da brauche ich auch keinen Mitarbeiter irgendwie für schuldig zu machen. Habe ich selber verbockt. Habe ich heute noch per E-Mail hingeschickt. Also, wenn ihr bei uns Wein bestellt, dann gibt es nicht jemand aus der Versandabteilung, der den verpackt, sondern dann verpacken den entweder Ali oder Anke. Ja, und wenn ihr bei uns anruft, dann gehen wir auch ans Telefon. Und wenn ihr sonst ein Anliegen habt, dann wird das von uns beantwortet. Also, das Wort Familienweingut heißt hier wirklich, wir sind persönlich für euch da. Und deswegen, wenn was schief läuft im Versand, ist meistens der Chef oder die Chefin selber persönlich schuld. Und hat aber noch geklappt, denke ich mal, dass du deine Sachen ausgedruckt hast. Moin Ali, bin jetzt auch dabei. Beste Grüße aus Norbrück. Andreas Jansen-Rolf, einer der Helden in dieser Zeit, der in der Pflege arbeitet. Schön, dass du dabei bist. So, gibt es Fragen, die ich sofort beantworten muss? Sonst würden wir jetzt sehr leckerer Wein. Dankeschön, viele Grüße aus Nordheide, sind zum zweiten Mal dabei. Ja, Jenny, das weiß ich. Also auch das, wenn wir die Probenboxen rausschicken, die Namen, dann haben wir fast im Kopf so, ja genau, der war letztes Mal auch schon dabei. Ich finde das super. Das ist wirklich, das macht richtig Spaß. Susanne aus Köln, wir kennen Herrn Kaspari noch. Ist das schon so lange her? Ja, das ist so lange her. Herr Kaspari ist schon seit Jahren im Ruhestand, seit 12 Jahren im Ruhestand, in Rente. Ja, und so lange kennen wir uns schon. Ich schenke nebenbei schon mal den zweiten Wein ein. Und wie ihr sehen könnt, unsere zweite Farbe ist Rosé, wobei Rosé nicht ganz richtig ist. Das ist ja eigentlich mehr so ein kräftiges, schillerndes Rot, was da einem da entgegenkommt im Glas. Und das ist auch genau das Geheimnis des Rotlings. Rotling ist der einzige Wein bei uns, der aus 2 Rebsorten gemacht wird. Wir hatten ja eben den Weißburgunder, da steht drauf Weißburgunder. Dann ist in diesem Wein auch nur Weißburgunder drin, also Trauben von der Weißburgunderrebe. Und wenn Dornfelder draufsteht, ist nur Dornfelder drin und bei Spätburgunder natürlich auch. Aber beim Rotling, da haben wir tatsächlich 2 Rebsorten
im Glas, in der Flasche. Und in dem Fall hier bei unserem Rotling ist das Dornfelder und Rivaner. Den Rivaner hatten wir in der ersten Online-Probe und den Dornfelder kriegen wir gleich noch. Aber hier sind diese beiden Traubensorten küvettiert. Und das Wichtige ist, dass ich Trauben gesagt habe und nicht Wein. Also man kann nicht Weißwein und Rotwein zusammenschütten, bis die Farbe passt und sagen, das ist Rotling. Kann man machen, ist aber nicht legal. Machen wir auch nicht, sondern hier werden gemeischte Trauben, also rote gemeischte Trauben und weiße Trauben kommen zusammen in die Presse, in die Kälter, wie wir sagen, und werden zusammen abgepresst. Und dann ergibt es einen Rotling. Und der Ursprung, das habe ich auch gelernt, als ich ein bisschen recherchiert habe, der Ursprung vom Rotling, der kommt aus Sachsen. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dort heißt der nicht Rotling, sondern Schiller. Und das kommt von Schillerwein, weil die Farbe schillernd rot ist. Ganz maßgeblich natürlich hier zur Farbe trägt der Dornfelder bei, also der Rotwein, die Rotweintrauben, die drin sind. Und den Wein haben wir jetzt seit, hilf mir, 10 Jahren. Und das ist so einer der Klassiker. Also vor allen Dingen die feinherbe Variante. Es gibt davon ja auch eine trockene Variante. Wir haben uns heute bewusst für die feinherbe entschieden, die ein bisschen Restsüße mitbringt. Und egal wie weit ihr gerade mit eurem Abendessen seid oder mit dem Barbecue, wenn ihr es schafft, heute Abend von dem Wein einen Rest in der Flasche zu lassen, dann nehmt ihr den morgen nochmal und schnippelt euch da ein paar Erdbeeren rein. Oder auch andere rote Früchte, Himbeeren oder ja, gibt ja auch so gemischte rote Früchte, die man so im Eis hat. Macht die da rein, eine große Schale, macht die Früchte rein, macht den Wein drauf und dann noch, wenn ihr wollt, einen Schuss Sekt dazu oder wenn ihr schon morgens anfangen wollt, einen Schuss Wasser einfach, damit ein bisschen Kohlensäure ist. Und dann habt ihr eine wunderbare Bowle, ja, an der man sich den ganzen Tag festhalten kann. Wir probieren jetzt pur 2018er Rotling Feinherb. Sehr zum Wohl. Steckt mal die Nase ins Glas. Da kommen euch schon, oh, wunderbar, Erdbeere, Himbeere, alles was an roten Früchten so da ist, kommt einem entgegen. Ja, Christian, kann man machen, ist aber nicht legal, ist wirklich so. Also schmeckt aber auch nicht so. Also alles, was man hier in diesem Wein schmecken kann, alles was an Bouquet und Aroma da ist, entsteht eben während der alkoholischen Gärung. Und das kann ich nicht nachträglich durch einen Verschnitt erzeugen. Es muss wirklich in der Gärung entstehen, also diese tollen roten Fruchtaromen, die müssen in der Gärung entstehen. Kann man nicht durch einen Verschnitt herbeiführen. Der Begriff Feinherb, vielleicht sage ich da gerade noch ein, zwei Sätze zu. Feinherb ist ein anderes Wort für halbtrocken. Und das bedeutet, wir hatten ja als ersten Wein den Weißburgunder. Da war die Restsüße bei 7,4 Gramm. Was ist überhaupt Restsüße jetzt für die Leute, die vielleicht das erste Mal eine Weinprobe hier mitmachen? Restsüße ist der Fruchtzucker aus der Traube, der noch im Wein vorliegt, der auch schmeckbar ist. Ja? Das heißt, wir pressen Trauben aus, dieser Saft, wir sagen dazu Most, der kommt in den Keller, in den Tank und beginnt zu gären. Und bei einer alkoholischen Gärung, wer in Chemie aufgepasst hat, der weiß das, da wird der Zucker, der vorhandene Zucker, in Alkohol umgewandelt. Dazu braucht man Hefen. Diese Hefen kommen entweder aus der Traube oder sie werden zugesetzt. Das hängt ein bisschen vom Zustand und Jahrgang der Trauben ab. Normalerweise sind das die spontanen Hefen, die also aus den Trauben kommen, wenn die Trauben gesund sind. So, und dann wird der Zuckergehalt einfach abgebaut, umgewandelt. Ja? Das heißt, die Süße dieses Mostes nimmt ab und der Alkoholpegel steigt. Ist bei Männern manchmal auch so, wenn sie was trinken. Und dieser Vorgang wird bei uns im Keller kontrolliert. Das heißt, ich gehe jeden Tag runter in den Keller, zapfe eine Probe. In der Zeit von Weinlese bis Weihnachten ungefähr läuft das. Zapfe eine Probe und kann dann genau messen, wie viel Zucker ist schon weg, wie viel Alkohol hat sich schon gebildet. Und wenn ich einen trockenen Wein haben will, so wie eben den Weißburgunder, dann brauche ich eigentlich gar nichts machen. Dann warte ich einfach, bis nahezu der gesamte Zucker zu Alkohol geworden ist. Ein paar Gramm bleiben immer übrig. In dem Fall hier waren das jetzt eben die 7,4. Und der Rest ist zu Alkohol geworden, sprich 13 Volumenprozent in dem Fall. Und der Rest ist weg. Wenn ich einen feinherben Wein haben will, dann mache ich im Prinzip genau das Gleiche. Aber
Ich unterbreche diese alkoholische Gärung vorzeitig. Das heißt, ich warte nicht, bis der gesamte Zucker zu Alkohol geworden ist, sondern ich breche die Gärung vorzeitig ab. Das kann man mit Kühlung sehr schön erreichen. Und dann erhalte ich mir eben etwas mehr Restsüße und habe dafür entsprechend weniger Alkohol. Und dann habe ich auf der Zunge eben ein anderes Geschmacksbild, also etwas voluminöser, sage ich mal, oftmals auch etwas fruchtiger noch. Und dann habe ich einen feinherben Wein, so wie den Rotling. Sehr zum Wohl. Die erste Frage ist der Unterschied zwischen Schraubverschluss und Korken. Ja, hatte ich auf meinem Zettel, falls ich noch was brauche, um Zeit zu schinden. Nein, gerne, rede ich gerne drüber. Bei uns sind seit Jahren alle Weine mit einem Drehverschluss. Es ist kein Schraubverschluss, ein Drehverschluss, weil wir drehen ja. Was ist der Unterschied oder was ist der Grund dafür? Fangen wir damit an. Wir haben früher alles mit Naturkork gefüllt bis zum Jahrgang 2004. Entschuldigung. Und im Jahr 2004 haben wir ein mittleres Problem gehabt. Ich sage mal mittleres Problem, weil ein Teil unserer Weine durch den Korken geschädigt wurde. Wir haben Glück gehabt, weil wir unsere Korken bei verschiedenen Lieferanten gekauft haben. War eben nur ein Teil betroffen und nicht alles. Andere Weingüter haben da andere Erfahrungen gemacht. Aber es war immerhin so, dass über 3000 Flaschen hinüber waren, sage ich jetzt mal einfach. Und das ist nicht nur finanziell ein harter Verlust, sondern eben auch für die Kunden sehr unangenehm, weil ein Teil der Weine schon ausgeliefert war. Dann musste man die alle wieder zurückholen und umtauschen. Und auch sonst hatten wir so, ich sag mal, eine Quote von 2-5% pro Jahr, wo die Weine eben einen Korkgeschmack hatten. Und da kann der Kunde ja nichts für, also haben wir die kostenlos ausgetauscht. Aber das summiert sich eben dann über das Jahr auch. Und das ging uns immer schon so ein bisschen gegen den Strich, dass man sich so ein ganzes Jahr anstrengt und dann macht der Korken das in der Flasche zunichte. Und als das eben dann 2-3 so eskaliert ist, dann habe ich mich an meine Ausbildungszeit erinnert. Da haben wir eine Lehrfahrt gemacht in die Schweiz und haben dort verschiedene Weingüter, sehr hochrangige Weingüter besucht und haben da an einer Weinprobe teilgenommen als deutsche Winzer und sitzen da am Tisch und da kommt der Schweizer Kollege und stellt eine Flasche auf den Tisch, die hat damals um die 20 Schweizer Franken gekostet. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Euros das sind, ob es 10 oder 15 oder 20 Euro sind, egal, auf jeden Fall, also hochpreisiger Wein. Und da war ein Drehverschluss drauf und wir haben alle am Tisch gesessen und haben ist uns die Kinnlade runtergefallen und gesagt, das gibt's doch nicht, wie kann man denn auf so einen teuren Wein einen Drehverschluss machen? Und haben das dann auch angesprochen, weil das ja unter Kollegen war. Und dann sagte der ganz trocken, in dieser Flasche ist ein Jahr Arbeit, Handarbeit, die setze ich nicht aufs Spiel, oder? Und da den Satz habe ich mir einfach gemerkt. Ja? Das ist einfach in dieser Flasche, in jeder Flasche steckt ein Jahr Handarbeit. Und soll ich die aufs Spiel setzen für ein Stück Baumrinde, wo ich... Bis heute gibt es kein vernünftiges Prüfverfahren, wo ich vor der Abfüllung prüfen kann, ist der Korken in Ordnung oder nicht. Und 2003 hatte ich dann irgendwie den Kaffee auf, wie man so schön sagt. Also war mir dann zu viel einfach und haben gesagt, okay, wir stellen um. Und zwar nicht nur bei den günstigen Weinen, sondern eben gleich für alle Weine. Das war damals nicht spektakulär, aber doch, wir waren hier, glaube ich, im Ort die Ersten, die das so konsequent gemacht haben. Da kamen auch einige Kollegen dann zugucken, ob wir das wirklich machen. Ja, also auch wirklich bis zur Auslese, Beerenauslese mit dem Drehverschluss. Und bei mir war damals, wenn eine Flasche 20 D-Mark waren das, glaube ich, damals noch, kostet, dann ärgere ich mich doch viel mehr, als wenn ich einen Wein für 5 oder 6 Euro mit dem Kork habe. Ja? Also deswegen war für mich konsequent, ich mache nicht die günstigen, die Einstiegsweine mit dem Drehverschluss, sondern wenn, geht es mir vor allen Dingen auch um die hochwertigen. Also war ganz klar, wir stellen das komplett um. So haben wir es auch gemacht. Und wir haben damals auch ein paar Kunden verloren, die gesagt haben, wenn sie keinen Kork mehr haben, dann bestelle ich bei ihnen keinen Wein mehr. Das tut mir leid, aber hat uns von der Sache nicht abgebracht. Fakt ist, dass wir bis heute keine einzige Reklamation haben. Jede Flasche schmeckt so wie die andere aus einer Füllung und das ist eigentlich für uns so, dass das Zeichen ist, der Wein kommt so bei Ihnen zu Hause an, wie wir ihn abgefüllt haben und wird nicht von äußeren Faktoren beeinflusst. Das ist der Grund, warum wir auf diesen Verschluss umgestellt haben. Wenn es in 3 Jahren eine andere Verschlusstechnik gibt, die besser ist, stelle ich gerne wieder um.
Und ich kenne auch die Diskussion, dass der Wein atmen muss. Das kann er, wenn die Flasche offen ist, und kann er im Glas. Aber bis dahin ist er vor allen Dingen 100% so, wie wir ihn abgefüllt haben. Und das ist uns persönlich wichtig. Gruß aus der Weinstadt Oldenburg in Niedersachsen. So, so, hat er auch Wein angebaut. Sensationell. Schmeckt uns allen am Tisch. Sehr schön. So, hier wird gefragt, ist es okay, einen Wein schnell herunterzukühlen, also im Gefrierschrank, oder schadet das dem Wein? Meines Erachtens nach schadet das nicht. Ich habe auch schon mal irgendwo, wenn irgendwas war, vergessen, oh, ist nicht genug Wein kalt gestellt. Eine Stunde in den Tiefkühler, also wir haben hier einen richtigen Tiefkühler mit minus 18. Eine Stunde ist der schön kalt und ich kann aus meiner Sicht keinen Unterschied zu dem Wein feststellen, der 6 Stunden im normalen Kühlschrank runtergekühlt wurde. Wenn die Temperatur gleich ist, sehe ich da keinen Unterschied. Ja, also zum Rotling, da gibt es ganz tolle Geschichten auf den Terrassen und Partys und Hoffesten bei uns, also sagenhaft. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu jedem Wein, weil ich nicht alles ganz frei sprechen kann, und ich habe mir bei dem Wein als letzten Satz unten drunter geschrieben ein Zitat von meinem Nachbarn, der heißt auch Ali, ist auch Gastronom, Ali Almacher, und der sagt immer, der beste Hasch kommt aus der Flasche, und ich finde, das trifft hier richtig gut zu. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Rotling 2018, Feinherb. Ja, während wir den Rotling leeren, ich hatte jetzt schon ein bisschen was zum Weingut erzählt, aber das Weingut, als wir das übernommen haben vor 20 Jahren, war eben einfach ein Weingut mit vielen Privatkunden, die von uns auch beliefert werden. Das ist bis heute so. Wir versenden inzwischen auch sehr viel mit Paketdiensten, aber wir liefern eben auch noch selber und gerne aus, dass man die Leute auch mal wirklich dann zu Hause antrifft. Aber zum Weingut gehören seit 15, 18, 20 Jahren auch ein Gästehaus. Das heißt, wir haben ein großes, altes, unter Denkmalschutz stehendes Winzerhaus, hat die Familie Kaspari damals erworben, und das wurde komplett umgebaut, ausgebaut zu einem Gästehaus. Das heißt, im oberen Teil sind Ferienwohnungen in verschiedenen Größen untergebracht, und im unteren Teil, in der alten Scheune, wo ich jetzt übrigens auch gerade sitze, da ist die Weinstube untergebracht. Das hat mal damals 1994, 93 ungefähr so als kleine Straußwirtschaft angefangen. Da gab es ein Glas Wein und ein Käsebrot dazu. Und das haben wir dann auch ein bisschen professionalisiert über die Zeit mit Kasparis zusammen und haben das eben vor 12 Jahren dann auch noch mit übernommen. Das heißt Weinstube und Restaurant. Und die ist ab morgen wieder für euch geöffnet. Wer vorbeikommen möchte, aus nah oder fern, der ist herzlich willkommen. Wir haben feine Weine und kleine Speisen. Das heißt, wir haben die Speisekarte ein klein bisschen reduziert, weil eben auch die Sitzplätze reduziert sind. Und ein herzliches Willkommen. Bitte kurz anrufen und einen Tisch reservieren. Das verhindert, dass ihr hier im Hof steht und wir euch wieder wegschicken müssen, weil alles voll ist. Ja? Wer Urlaub machen möchte bei uns, Ferienwohnung komplett eingerichtet, mit Küche, also ihr könnt in der Unterhose frühstücken, wenn ihr das wollt. Ja, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, ist alles da. Dieses Wochenende keine Chance mehr. Ich glaube, Pfingsten ist auch alles voll. Aber versucht es einfach. Wenn ihr auf unsere Webseite geht, da gibt es im Menü einen Punkt Ferienwohnung. Wenn ihr da draufklickt, da kriegt ihr alle Wohnungstypen angezeigt. Also wir haben von 2 Personen bis 4 Personen. Und wenn ihr sagt, wir brauchen aber mit 2 Personen mehr Platz, da gibt es auch was dazwischen, wo man einfach dann getrenntes Schlafzimmer und getrenntes Wohnzimmer hat und sowas. Könnt ihr euch mal angucken, was für Wohnungstypen es gibt. Und wenn ihr was buchen wollt, dann klickt ihr auf den Button Jetzt buchen. Da gibt es so einen Kalender, der ploppt dann auf. Das ist mit Booking verknüpft. Und dort könnt ihr einfach euren Wunschtermin eingeben. Und dann sehen wir uns vielleicht demnächst hier an der Mosel. Würde ich mich richtig freuen. Dann können wir das mit der Weinprobe auch noch ein bisschen ausdehnen und ein bisschen ausführlicher machen. Und ja, das fände ich super. So, ich gucke nochmal in die Kommentare, bevor wir zum Rotwein gehen. Die Leonie,
War vorhin noch hier und hat ein bisschen Pfirsichsekko abgeholt. Till, wir sehen uns, glaube ich, morgen. Freue ich mich, wenn du kommst. Mit Begleitung, hoffentlich. Wie ist es mit dem Glasverschluss, wird hier noch gefragt. Ja, ich hatte eben ganz ausführlich zum Drehverschluss gesprochen. Also, bevor wir uns entschieden haben, auf diese Drehverschlüsse umzustellen, haben wir natürlich alle Verschlussmöglichkeiten geprüft. Es gab damals die Möglichkeit mit einem Kronkorken, also jetzt nicht so den Kronkorken, wie er auf der Bierflasche ist, sondern der war schon aus Edelstahl ein bisschen hochwertiger. Eigentlich eine super Sache. Also im Prinzip genauso gut wie der Drehverschluss, aber imagemäßig halt Weinflasche mit dem Feuerzeug so über den Daumen aufmachen, wollte ich dann doch nicht, deswegen kam das nicht in Frage. Und es kam damals der Glasverschluss auf. Der Glasverschluss, könnt ihr euch vorstellen, ist wie so ein Glasstopfen, der hier oben drin steckt. Sieht sehr edel aus, fühlt sich auch gut an und hat zwei Probleme. Das eine Problem ist, das, was abdichtet, also das, was den wirklich dicht macht, ist ein hauchdünner Silikonring, der auf diesen Glasstopfen aufgebracht wird. Der stellt die Dichtfläche her. Und das war mir ein bisschen zu dünn und es gab vor allen Dingen, das war eigentlich der Hauptgrund, es gab keine Langzeitversuche, wie lange hält so ein Verschluss. Und dann war er auch noch sehr, sehr teuer, weil wir haben ja an der, ich kann das hier mal an der normalen Flasche zeigen, warte mal, die steht in den Resten, so, nehmen wir das. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann in der Kamera. Wir haben ja, wenn ihr mal die Flasche einfach, macht mal die Kappe ab, dann seht ihr, dass wir hier oben ein Gewinde haben. Ja? Und dieser Verschluss, der ist, bevor er angebracht wird, zylindrisch. Der wird einfach komplett draufgesteckt und dann wird er mit Rollen festgemacht. Wenn ihr mal bei uns auf die Insta-Story geht und auch, glaube ich, in der Facebook-Links ist auch, da sind Videoaufnahmen vom letzten Abfüllen, als wir abgefüllt haben, da seht ihr, wie das angerollt wird. Also in Fachkreisen heißt das Ding auch nicht heißt das Anrollverschluss. Ja? Ich stecke also eine Alukappe drauf und die wird festgerollt. So, bei dem Glasding wird das reingesteckt und dann muss das irgendwie befestigt werden mit einer Kapsel oder mit einem Bügel, denn in den Weinen ist ja Kohlensäure drin, das ist einfach ein Nebenprodukt der alkoholischen Gärung. Das heißt, wir haben einen gewissen Innendruck in der Flasche, der ist nicht so wie beim Sekko oder beim Sekt, aber er ist immerhin da. Und wir haben das also dann zwei, dreimal bei Probefüllungen gehabt, die wir probiert haben, dass man eben dann die Schutzkappe abmacht und flupp, kam der Glasstopfen da rausgeflogen. Das hat mir also auch nicht so gut gefallen. Und dieses Gewinde für den Abschluss hier oben von der Flasche, der muss für einen Glasverschluss sehr exakt gearbeitet sein. Und das hat dazu geführt, dass die Flasche einfach, ich glaube, knapp 50 Cent teurer war als eine andere. Das war uns dann, hätten wir jede Flasche um 50 Cent anheben müssen, um einen anderen Verschluss zu haben. Das hat uns nicht so gefallen. Bei diesen Drehverschlüssen ist es so, die sind ein ganz klein bisschen günstiger als eine normale Flasche mit einem Standardkorken. Also das war eben nicht die Entscheidung, da Geld zu sparen, sondern es ging wirklich um Qualität. Qualitätssicherung. So, jetzt lassen wir den Rotling hinter uns und kommen zu Rotwein. Kriege ein Signal mit der Uhr, aber ein, zwei Leute haben uns auch geschrieben, nächstes Mal darf es ruhig ein bisschen länger gehen als eine Stunde. Letztes Mal habe ich, glaube ich, ziemlich genau eine Stunde gemacht. Hatte ich nach 22 Minuten die ersten drei Weine fertig und dann den Rest der Stunde für die drei anderen. Heute haben wir nur vier Weine. Eine Stunde durch vier teilen, das kann sogar ich im Kopf rechnen. Deswegen denke ich, wir sind noch ganz gut dabei. Jetzt muss ich nur mal echt gucken. Spätburgunder, genau. So, jetzt nehmt ihr bitte den Spätburgunder. Geöffnet habt ihr den ja schon und schenkt euch den ein. Und dann gibt es erstmal noch so ein, zwei einführende Worte zum Thema Rotwein an der Mosel. Also, die Mosel ist das fünftgrößte Weinbaugebiet in Deutschland und wir sind das älteste Weinanbaugebiet in Deutschland. Und überwiegend, also wir haben verschiedene Bodenfraktionen an der Mosel, das habe ich in der letzten Probe schon etwas ausführlicher erläutert. Diese Böden eignen sich alle vorwiegend für Weißwein. Aber es gibt auch hier mit ein bisschen Augenmerk vernünftige Ecken, wo man Rotwein betreiben kann. Und das wird auch gemacht. Seit 25 Jahren ist der Rotweinanbau an der Mosel wieder erlaubt. Und die prozentuale Fläche an der Mosel für Rotwein insgesamt sind 10%. 90% weiß, 10% rot. Jetzt könnte man sagen, das ist ja nichts. Aber es ist konstant seit über 20 Jahren. Also es hat seine Berechtigung. Und inzwischen gibt es
Weingüter oder Weinmacher hier an der Mosel, die haben sich darauf spezialisiert. Die räumen deutschlandweit, internationalweit Rotweinpreise ab, was manche Fachleute erstaunt gucken lässt. Aber es ist wirklich so. Und deswegen keine Angst vor Rotwein von der Mosel. Und wir haben jetzt als erstes im Glas einen 2019er Spätburgunder. Gilt als die älteste, wahrscheinlich älteste Rebsorte, Rotweinrebsorte, vermutlich über 2000 Jahre alt, lässt sich nicht ganz genau klassifizieren, aber sie gilt auf jeden Fall, das, was der Riesling beim Weißwein ist, ist der Pinot Noir, Spätburgunder beim Rotwein, Königin der Rotweinreben. Ist irgendwo in der Region zwischen Genfersee und dem Rhonetal urkundlich das erste Mal erwähnt und angebaut worden. Und dieser Name Pinot, muss ich auch erst gucken, wo der herkommt. Das kommt von der, in Anlehnung an die Form, die die Traube hat. Die ist so lang gezogen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Zapfen an der Kiefer. Und das französische Wort dafür ist Pin, ja, wie der Pin vom Handy. Und deswegen Pinot Noir in dem Fall, also für Schwarz oder eben Spätburgunder. Und wenn wir den Wein jetzt probieren, dann bitte nicht vergleichen mit Pinot Noirs aus Spanien, Chile, Neuseeland oder wo auch immer her. Das geht mit der Farbe los. Unsere Böden sind einfach etwas leichter und dementsprechend sind auch die Rotweine nicht so bombig. Also bombig im Sinne von so Bodybuilder, ja? Sondern die haben eher eine feinere Struktur ich finde, das ist mal einfach ein ganz spannender Vergleich zu den von den Weinen, die überwiegend vom Alkohol leben. Wir haben also jetzt nur 12,5 Volumenprozent. Ja. Trotzdem hat er von der Nase her dieses typische Spätburgunder-Bouquet und auch in der im Geschmack, also Restsüße 3,2, hier ist bis auf die 3 Gramm wirklich alles vergoren, Säure nur noch 4,9, also der ist richtig schön harmonisch rund auf der Zunge, obwohl er eigentlich staubtrocken ist. Eine Frage, ja. Wie lange kann man den Pinot Noir lagern? Ja, wie lange kann man den Wein lagern? Also, das kann ich heute noch nicht sagen. Der Wein ist gerade mal 2 oder 3 Wochen in der Flasche. Der 2019er Jahrgang, damit muss man anfangen für die Beurteilung der Lagerfähigkeit, ist ein sehr guter Jahrgang. Die Trauben waren sehr gesund, also die Grundvoraussetzungen sind schon mal sehr gut. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, das gilt eigentlich für alle Weine. Bis 10 Jahre überhaupt kein Problem. Und wenn es länger als 10 Jahre sein soll, dann muss man ein bisschen schauen, vor allen Dingen, wie wird er gelagert? Ja, also konstante Temperatur, im Dunkeln natürlich, da reicht ein Karton drumherum, aber konstante Temperatur. Und diese klassischen Keller, wie man sie früher hatte, die gibt es heute zumindest in Neubauten fast gar nicht mehr. Also müsste man schon zu einem Kühlschrank greifen. Bitte nicht den ausrangierten von der Schwiegermutter von 1960 nehmen, weil da müsste man ein Glas Wasser draufstellen. Wenn der anspringt, dann zittert das Wasser in dem Glas und genauso zittert auch der Wein in der Flasche. Also wenn ihr Wein länger, wirklich länger aufheben wollt und wollt ihn konstant lagern, dann ist ein Umluftkühlschrank, Weinkühlschrank eben sehr schön. Das gibt es in allen Preisklassen, so ab 300 Euro gibt es vernünftige Modelle, nach oben natürlich offen. Dann kann man ihn wirklich lange aufheben. Halten tun die Weine sich hier aus heutiger Sicht locker 10 Jahre. Und ob er einem dann besser schmeckt, das ist Geschmackssache, hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Bei uns sind die Weine im Normalfall nach 2 Jahren ausverkauft, also bei uns nicht mehr bestellbar. Und wir haben Kunden, die legen sich die weg und dann kriege ich ab und zu eine E-Mail, oh Herr Eggert, ich habe gestern einen 98er irgendwas probiert oder ich habe gestern einen 2003er irgendwas getrunken. Da denke ich immer, super, der hat den noch. Ich habe davon nichts mehr, ja, oder nur noch eine Reserveflasche, die muss ich dann mal rauskramen. Aber das müsst ihr selber hinkriegen, auch die Disziplin, daran scheitert es meistens, dass man den Wein dann auch wirklich so lange liegen lässt. Ich habe da noch einen Tipp in dem Zusammenhang. Von diesem Spätburgunder gibt es bei uns ja auch eine Barrique-Variante. Barrique heißt, der Wein wird zunächst ganz normal im Edelstahl ausgebaut und danach in einem kleinen neuen Holzfass gelagert und wird dann eben entsprechend über ein Jahr später abgefüllt als der normale. Wenn ihr was richtig lange aufheben wollt, dann würde ich eher zum Barrique, also mehr als 10 Jahre, wenn ihr das jetzt schon wisst, dass der mehr als 10 Jahre, dann würde ich eher zu der Barrique-Variante greifen.
weil die einfach geschmacklich dann noch ein bisschen mehr bietet und auch ein bisschen kräftiger auf der Zunge rüberkommt als normaler Spätburgunder. Aber ich sage auch gerne, ich war heute Morgen noch im Lager, müsste bei allen, die Stammkunden sind, die neue Weinliste von uns angekommen sein, die Sommerweinliste. Und da hatten wir bis im Winter noch einen 16er Spätburgunder drauf. Habe ich eine Palette im Lager übersehen. Und siehe da, wir haben noch eine Palette 16er Spätburgunder. Haben die im November auf die Liste gesetzt und der Wein ist so sensationell gut. Also ich fand den auch persönlich einfach, das hat so einen Spaß gemacht. Und also wenn ihr ein bisschen Geduld habt und irgendwo einen Kühlschrank oder eine kühle Ecke, dann legt euch ein bisschen was weg und vergesst die Flaschen einfach mal für 2-3 Jahre. Und dann werdet ihr plötzlich merken, das ist ja nicht was ganz anderes, aber das hat sich unheimlich weiterentwickelt. Wer keinen vernünftigen Keller hat, der nimmt den Kleiderschrank im Schlafzimmer. Unten rechts in der Ecke, egal was da ist, rausräumen und da einen Weinkarton reinstellen. Das ist normalerweise in einer normalen Wohnung oder in einem normalen Haus, ist das der Raum mit der konstantesten, kühlsten Temperatur. Es sei denn, ihr gehört zu den wenigen Leuten, die ihr Schlafzimmer auf 30 Grad hochheizen, dann nicht. Aber normalerweise ist die Ecke im Kleiderschrank im Schlafzimmer unten rechts, das ist die kühlste Ecke der Wohnung. So, jetzt kriege ich ja sogar Bilder eingeblendet. Das ist ja sensationell. Als letzter Ergänzung noch zum Spätburgunder an der Mosel. 400 Hektar Rebfläche haben wir an der Mosel. 400 Hektar ungefähr Rebfläche, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, aktuell. Auf weinland-mosel.de. Ein Hinweis an unsere Instagram-Zuschauer. Insta schaltet nach 60 Minuten die Live-Übertragung ab. Wir werden die auch nicht neu starten, weil dann die erste Aufzeichnung gelöscht wird und der Großteil der Probe ist dann eben weg. Deswegen der Hinweis, rechtzeitig wechseln zu Facebook oder YouTube, dann könnt ihr bis zum Ende schauen. Für alle gilt, wer es verpasst hat, wer zu spät gekommen ist oder was auch immer, wer das einem Freund sagen will oder einer Freundin, die Probe bleibt auf unserem YouTube-Kanal gespeichert. Ihr könnt natürlich auch ab nach der Probe noch die Probenbox bestellen und das dann irgendwie im privaten Rahmen oder wie auch immer nochmal wiederholen. Wir haben also nach der ersten Weinprobe, unglaublich viele Bestellungen gehabt, wo die Leute gesagt haben, ich bestelle das und ich gucke mir das als Aufzeichnung an, das geht natürlich auch, kann man auch schön verschenken. Jetzt gerade jemand, der das verschenkt hat an seinen Papa und dann kann man diese Weinprobe auch später noch anschauen und nachtrinken quasi. Der Wein schmeckt sensationell, ganz großes Kino, da freue ich mich. Michael, Namensvetter. Ja. Wer spricht denn im Hintergrund? Silva, im Hintergrund spricht meine Frau. Die überwachen hier die Fragen auf den Kanälen und beantworten die teilweise und geben mir die auch dann hier rein. Der Andreas schreibt schon, das ist die Anke, genau. Also im Hintergrund arbeitet die ganze Familie, ist eine reine Familienproduktion hier, mit Technik und mit allem anderen. Und hier wird gerade Weinprobe vor Ort angesprochen. Das darf ich auch nochmal, habe ich glaube ich in der letzten Probe auch schon mal gesagt. Wir machen auch Weinproben bei Leuten zu Hause. Müsst ihr euch vorstellen wie eine Tupper-Party, nur mit Wein. Macht also viel mehr Spaß. Ich komme zu euch nach Hause, bringe 2 Kartons Wein mit und ein paar Gläser. Ihr organisiert mir einen Tisch und irgendwie 12 bis 14 Leute, wenn es dann wieder erlaubt ist. Und wir sitzen am Tisch und machen Weinprobe. Und das ist immer nicht nur informativ für euch, sondern vor allen Dingen zum Schluss dann auch ziemlich lustig. Wer da Interesse hat, schreibt uns kurz eine E-Mail bitte mit Terminvorschlag und dann können wir das vielleicht sogar dieses Jahr noch realisieren, dass wir eine Weinprobe bei euch zu Hause veranstalten. In dem Zusammenhang einen herzlichen Gruß nach Klein-Nordende. Kennt wahrscheinlich die Hälfte der Leute. Klein-Nordende liegt, ein ganz süßer Ort, liegt bei Elmshorn, nördlich von Hamburg. Und da fahre ich wir rätseln jedes Jahr, wie lange ich schon komme, ganz viele Jahre, zweistellig, über 10 Jahre fahre ich dahin und wir machen dort private Weinproben und
ganz herzliche Grüße. Ich weiß, dass ihr zuguckt. Ich freue mich schon. Termin steht schon im November, bin ich bei euch und dann machen wir wieder richtig einen raus. Und da freue ich mich drauf. So, jetzt kriege ich nochmal eine Frage. Es wird gefragt, ob wir an Wettbewerben teilnehmen. Ja, es wird, ich weiß nicht, ob das verstanden, gefragt, ob wir an Wettbewerben teilnehmen. Ja, das tun wir. Unser Wettbewerb lautet Weinstube Kaspari-Eggert, ab morgen geöffnet. Und der Wettbewerb sind 60 Leute, die hier normalerweise sitzen, unseren Wein trinken und uns dann sagen, hat geschmeckt oder hat nicht geschmeckt. Das ist der einzige Wettbewerb, an dem wir teilnehmen. Also, jetzt im Ernst, nein, wir nehmen an überhaupt keinen Wettbewerben teil. Keine Medaillen, keine Auszeichnung, keine Weintrophy, kein Tralala. Und das mit Überzeugung, weil das ist ein, also Plaketten verkaufen, das ist ganz klar. Wenn man eine Medaille draufklebt, dann verkaufen sich manche Weine einfach besser an ein bestimmtes Klientel. Aber wir glauben an die Konstanz und wir wissen, was wir können und wir wissen auch, was wir nicht können oder nicht wollen. Und was ich vor allen Dingen oder was wir vor allen Dingen nicht wollen, ist in die Abhängigkeit geraten von solchen Dingen. Ich will das gar nicht abwertend sagen. Es gibt viele Kollegen, die damit sehr gut fahren. Wir haben einfach einen anderen Weg von Anfang an gewählt und sind damit bis heute sehr zufrieden. Wir fahren auch auf keine Weinmessen oder sowas. Sondern wir machen eigentlich nur Heimspiele im Sinne von, wir bieten unsere Weine an und wenn den Leuten der schmeckt und sie nehmen einen Karton mit, dann freuen wir uns. Und wenn ihnen der nicht schmeckt, dann fragen wir auch gerne nach, warum ist das so. Aber eine Goldmedaille einheimsen im einen Jahr und im nächsten Jahr wird es eine Silber, aus welchen Gründen auch immer, und dem Kunden dann erklären, warum der Wein trotzdem lecker ist, ist nicht so mein Ding. Ich habe auch keine Lust mit Leuten zu essen und essen gehen zu müssen, damit die dann anschließend irgendwas Positives über mein Weingut schreiben. Das können sie gerne tun, aber das müssen sie dann aus freien Stücken tun und wer das macht, da freuen wir uns und wir fahren mit der Schiene eigentlich sehr, sehr gut. Soll nicht arrogant oder überheblich wirken, ist einfach unsere Philosophie, dass wir, unser Wettbewerb sind unsere täglichen Kunden hier und unsere Gäste und ja, witzig hier. Gucken gerade Leute durchs Fenster rein in unsere Weinstube und denken, was macht der da? Eine Online-Weinprobe. So, Leute, es wird Zeit für den letzten Wein, den Dornfelder. So, und da mache ich jetzt mal gerade Folgendes. Ich stelle mal noch ein zweites Glas daneben und schenke noch mal was vom Spätburgunder ein. Und dann seht ihr schon, denke ich mal, das kann man in der Kamera gut sehen, seht ihr schon den Unterschied einfach in der Farbe. Leichte Böden, habe ich gesagt, gibt auch beim Spätburgunder nicht nur einen leichteren Charakter, sondern eben auch eine leichtere Farbe. Und jetzt haben wir den Dornfelder daneben und da sehen wir direkt, oh, der sieht ja also nicht wie Stierblut, aber auch nicht weit weg. Ja, das ist wirklich richtig kräftig und wenn man das gegen das Licht hält, dann ist das eigentlich kein Rot mehr, sondern das geht ins Violett, was für Rebsorte Dornfelder sehr typisch ist. Rebsorte Dornfelder ist eine sehr junge, also vor allen Dingen hier in der Riege ist das mit Abstand die jüngste Rebsorte. Und die gibt es eigentlich nur in Deutschland, aber nimmt mit 800 Hektar, ist nicht viel, aber mit 8000 Hektar, bei weitem nicht den Platz ein, den der Spätburgunder einnimmt, aber eben hat ihre Daseinsberechtigung seit knapp 20 Jahren. Und das ist eine Kreuzung, musste ich auch erst lernen. Also Heroldrebe habe ich schon mal gehört, aber Helfensteiner, da muss ich doch nochmal im Freundeskreis nachhören, wer die Rebsorte schon kannte. Ich kannte die noch nicht. Also es ist eine Kreuzung der Helfensteiner und Heroldrebe. Und das musste ich auch lernen. Woher kommt denn der Name Dornfelder? Ja. Alles klar. Also bei Insta müssen wir jetzt leider Schluss machen oder Insta macht jetzt mit uns Schluss, wechselt zu YouTube, dann bleibt ihr dabei. Der Name Dornfelder kommt von Immanuel Dornfeld und der war an der Weinbauschule in Weinsberg tätig und nachdem ist diese Rebsorte benannt worden und diese Rebsorte, das wusste ich schon, ist eigentlich als sogenannter Deckwein gekreuzt worden oder produziert worden, hergestellt worden. Deckwein heißt, ich pflanze zum Beispiel so einen Spätburgunder-Weinberg und setze mir einfach irgendwo mitten rein eine Reihe mit diesen Dornfeldern.
Wenn ich jetzt den gesamten Weinberg ernte, dann habe ich eben prozentual nur 2-3% vielleicht von diesen Dornfelder Trauben mit im Lesegut. Aber diese 2-3% sorgen für Farbe. Und darum ging es wohl ursprünglich, als diese Rebsorte entwickelt wurde. An der Mosel haben wir 300 Hektar ungefähr bepflanzt mit dieser, macht einen prozentualen Anteil von 4, irgendwas Prozent, also von der Gesamtfläche her nicht entscheidend, aber hat sich wacker gehalten. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn ihr in Discounter geht oder in den Supermarkt morgen nicht, Freitag, einkaufen und geht durchs Weinregal, dann seht ihr überall Dornfelder. 1,99, 2,49 und was auch immer. Und jetzt kommt der Unterschied. Diese Weine stammen aus einer meist maschinellen Großproduktion. Völlig in Ordnung, hat auch seine Daseinsberechtigung und muss auch in der Preisklasse, muss es was geben. Das, was wir hier machen, ist aber was anderes. Das heißt, Dornfelder ist eine Rebsorte, die einen sehr hohen Ertrag bringen kann, wenn ich es zulasse, ähnlich wie beim Weißburgunder, den wir am Anfang hatten. Das heißt, mache ich die Fruchtrute lang, habe viele Augen, kriege ich viele Trauben, kriege ich unheimlich viel Wein, also wirklich unheimlich viel Wein, im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Riesling. Wenn ich aber die Augenanzahl reduziere und habe eben einfach weniger Trauben oder, was viel öfter passiert, man geht im August die sogenannte grüne Lese machen, also rote Trauben wachsen ja über den Sommer erstmal ganz normal grün, sehen gar nicht aus wie Rotweintrauben und erst wenn die Färbung im August einsetzt, dann sieht man Unterschiede. Es gibt nämlich Trauben, die werden früher rot und andere eben später und die eben später rot werden, also Farbe kriegen, die sind in der Entwicklung einfach ein Stück zurück. Das hängt manchmal nur davon ab, an welcher Stelle am Stock sie hängen. Und dann geht man eben hin und schneidet das, was grün ist, das schneidet man einfach raus, daher der Name grüne Lesen, und reduziert damit den Ertrag. Und dann bekomme ich einen Wein, der viel intensiver ist, der also mengenmäßig eben kleiner ist, der viel intensiver ist und auch viel mehr Geschmackskomponenten mit auf die Zunge bringt. Und wenn wir den probieren, wir hatten ja vorhin bei dem Rotling das Thema rote Früchte, also Himbeeren, alles, was man so richtig riechen und schmecken konnte. Und das werdet ihr merken, jetzt bei dem Wein wiederholt sich das, weil er eben beim Rotling die tragende Rolle spielt. Auch hier Aroma von roten Früchten. Und Rotwein ist ja eigentlich eher was für die kühlere Jahreszeit. Heute haben wir ja fast sommerliche Temperaturen. Aber wenn ihr so eine, weiß ich nicht, ein schönes T-Bone Steak vom Grill runterholt und so richtig saftig, also wirklich nur außen kurz angebraten, innen drin noch so und dazu so ein Glas, boah, funktioniert doch, finde ich super. Ja, müsst ihr mal ausprobieren, macht richtig Spaß. Ich habe vorhin zum Vorprobieren, zum Antrinken, wie man sagt, beim Fußball ist Anschwitzen, wir machen hier Antrinken vor der Weinprobe, damit wir locker werden, habe ich eine Flasche aus dem Lager geholt, die war richtig, also kalt nicht, aber kühl. Und das ist vielleicht noch ein Hinweis, wer gerne Rotwein trinkt, wenn jetzt die Temperaturen so Richtung 30 Grad hochgehen, dann trinkt man, kann man auch so einen Dornfelder einfach mal angekühlt trinken. Also nicht eiskalt, kann man auch machen, aber so angekühlt. Ne? Mal kurz eine Stunde in den Kühlschrank stellen und dann rausnehmen, dann schmeckt der wunderbar erfrischend. Oder wenn ihr die Bowle macht mit den Erdbeeren und dem Rotling morgen, macht ihr einfach von dem Dornfelder einen Schuss mit rein, dann wird die Farbe richtig geil. Ja? Wenn die Nachbarn kommen, dann staunen die, was ihr für eine tolle Bowle habt. So, der Dornfelder. Ich gucke auf die Uhr, 8 Uhr. Liegen wir doch ganz gut, ne? Hier kommen nochmal Grüße aus Kleinodende. Genau. Egal wohin. Ja, wir kommen auch ins Münsterland. Natürlich kommen wir auch ins Münsterland und machen Weinproben. Wir kommen überall hin, wo Wein getrunken wird. Der Hartmut. Freuen uns auf die nächste Online-Probe. Sage ich gleich was zu. Holt schon mal einen Stift raus, den habt ihr sowieso da liegen wegen dem Kommentarbogen. Was ich schön finden würde, wenn ihr uns, wie das letzte Mal, ein bisschen Feedback gibt. Was war gut? Was war nicht so gut? Was könnte man noch besser machen? Wir haben auch schon Ideen für die nächste Online-Probe. Das wird jetzt gleich ziemlich konkret. Werde ich euch dazu was sagen. Aber erstmal will ich diese Probe jetzt hier zu Ende bringen. Wir haben jetzt 4 Flaschen. Für die Profis kein Problem, die überlegen, was trinke ich denn dann morgen. Für die, die sonst nicht so viel Wein trinken und ihr habt jetzt 4 Flaschen im Anbruch, keine Panik. Einfach die Flasche wieder zudrehen. Die kann man auch in den Kühlschrank legen, ohne dass hier was raustropft. Und man kann diese Flasche, okay, bis Sonntag solltet ihr diese leer trinken, ja, aber ihr könnt die einfach aufheben. Das sind alles junge Weine, die haben noch Reifepotenzial. Das, was jetzt hier an Sauerstoff drin ist,
das reagiert jetzt mit dem Wein hier unten drin. Und das führt nicht zum Kollaps, sondern zum noch mehr Aroma. Ich habe das in der letzten Probe schon ein bisschen erklärt. Die Weine sind sehr reduktiv ausgebaut. Deswegen die Flasche früher öffnen, deswegen im Glas immer so ein bisschen schwenken. Ja. Alles das dient dazu, Luft zuzuführen, weil das dazu führt, dass die Aromen sich freisetzen. Also so eine Anbruchflasche einfach in den Kühlschrank stellen und die nächsten Tage nochmal rangehen. Ja, den hier könnt ihr zum Beispiel morgen nach dem Frühstück, am Feiertag morgen nach dem Frühstück, wenn der Kaffee alle ist und das Brötchen gegessen ist, dann könnte man damit starten. Ja? Und dann so ab mittags um 12 vielleicht gibt es dann die Bowle mit dem Rotling. So, jetzt kommt das Geschäftliche, das gehört auch dazu. Wenn euch etwas von den Weinen gefallen hat, dann könnt ihr die nachbestellen bei uns. Ich habe eben schon gesagt, wir haben unsere Wein, unsere Sommerpreisliste rausgeschickt und die müsste heute bei euch angekommen sein. Wer keine bekommen hat per Post oder noch keine bekommen hat, der guckt auf unsere Webseite. Da ist rechts im Menü, kann man sich die runterladen, Weinpreisliste, das ist die aktuelle Ausgabe für den Sommer. Da sind alle frisch gefüllten Weine aus dem Jahr 2019 drin. Bis auf ein paar Ausnahmen haben wir auch so ziemlich alles schon abgefüllt. Könnt ihr euch da angucken, Preise sind stabil geblieben, größtenteils. Also da ein herzliches Willkommen nachzuschauen. Und wer bei der ersten Probe schon dabei war, der weiß, dass wir euch immer als Dankeschön eine Sonderaktion anbieten. Und da machen wir heute zwei Sachen. Das eine ist, Achtung, Screenshot machen. Das ist der Rabattcode. Gilt natürlich auch für Mütter. Ja? Morgen ist ja Vatertag. Und wenn ihr diesen Rabattcode bei uns im Onlineshop einsetzt, dann gibt es bis morgen Abend 5% auf euren Einkauf. Egal, was ihr bestellt, 5% auf die Gesamtsumme. Haha, Luna grinst schon. Und jetzt kommt die Ankündigung für die nächste Online-Weinprobe. Termin steht schon fest. Nochmal Screenshot machen. Nächstes Mal blenden wir das ein. Dritte Online-Probe am Samstag, den 13. Juni. Der Abstand zwischen der ersten und zweiten war ja recht lang. 9. April war die erste, jetzt 20. Mai. Also bis zum nächsten ist es gar nicht mehr so lang hin. Ich stelle morgen irgendwie im Laufe des Tages die neue Probenbox ein. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe jetzt zum zweiten Mal hier gesessen und mir macht das riesen Spaß, aber mir wird es noch mehr Spaß machen, wenn ich hier nicht alleine sitze. Und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen für die nächste Probe, nämlich den Tim. Tim Kasper, ein Riesling-Fanatiker im positiven Sinne, absoluter Weinfachmann, bester Freund, darf regelmäßig bei uns Weine probieren, bevor sie abgefüllt werden, das dürfen nicht viele. Der hat richtig was auf dem Kasten und der ist Stadtschröter. Hausaufgaben bis zur nächsten Probe, mal googeln, was sind denn Schröter, was machen stadtschröter.de. Schaut da mal nach, dann wisst ihr, was der in seiner Freizeit macht. Der ist nächstes Mal hier dabei und unterstützt mich, Tim. Ich weiß, dass du zuguckst, ich freue mich. Nächstes Mal sitzen wir zusammen hier und dann machen wir richtig was. Zwei Freunde, sechs Weine. Und zwar ist die Probe komplett der Königin der Weißweinrebsorten, nämlich dem Riesling, gewidmet. Also wir werden sechs Rieslinge probieren, ein Sekt, fünf Weine. Das wird großartig. Ich freue mich drauf. 13. Juni, ich blende das nochmal hier so ein. 13. Juni, Samstag schon mal ein Kreuz im Kalender machen, Freunde zum Grillen einladen. Das passt übrigens auch super, egal was ihr dann vorhabt, mit essensmäßig zu machen. Alle Weine passen zum Essen. Könnt ihr also richtig einen raushauen. Um 7 Uhr fangen wir wieder an. Wie gehabt, wir bleiben bei 19 Uhr. Und wenn ich jetzt aus der Regie keine andere Anweisung kriege, dann wäre ich soweit mit meinem hier durch. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Uns hat Riesenspaß gemacht. Danke an die Technik. Danke an die Regie. Alle Fragen werden nachträglich noch beantwortet. Genau. Ja, also hier sind noch einiges an Fragen aufgelaufen. Das werden wir uns dann morgen einfach in der Aufzeichnung nochmal angucken, was das war. Das, was ich nicht beantworten konnte, bitte schreibt mir eine E-Mail oder eine WhatsApp. Ich habe vor der Probe so viel auf meinem Handy, so viele Nachrichten gehabt mit, wir sind bereit, wir sind dabei. Nutzt das einfach, die Kanäle. Schickt uns nochmal eure Frage, wenn ich sie jetzt nicht beantwortet habe. Ich mache das gerne und das dauert vielleicht ein bisschen, ein paar Tage, aber wir machen das wirklich gerne und beantworten das.
Und das nächste Mal sehen wir uns dann zur dritten Online-Weinprobe am 13. Juni. Dann mit Gastbesuch und zum Schluss danke. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr unsere Weine trinkt und dass ihr sie bestellt. Bleibt alle gesund und wir sehen uns in knapp 3 Wochen dann wieder. 20. Jubiläum sollte nicht... Danke! Jetzt kommt der entscheidende Hinweis. Projekt 20. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir haben das Weingut vor 20 Jahren übernommen. Also wir haben uns einen Weinberg ausgeguckt in der Lage Trabener Würzgarten. Da stehen wurzelechte Reben, richtig alte Knochen, da hängen nicht viel Trauben dran, ähnlich wie in der Eller Group. Und dort wird dieses Jahr der Projekt 20 Wein gemacht. Von dem Projekt 20 Wein wird es 2000 Flaschen geben und die sind limitiert und handnummeriert. Und das wird praktisch unser Jubiläumswein. Da lege ich alles rein, was ich drauf habe, weinbaumäßig. Ich werde da ein bisschen drüber berichten, übers Jahr. Wir werden da auf der Webseite was einrichten, eine extra Kategorie dafür. Und dann könnt ihr das ein bisschen mitverfolgen, wie der Wein entsteht. Ich habe mir diese Woche einen Gimbal gekauft. Das ist so ein Selfie-Stick, sagen die, hat man früher gesagt. Den werde ich jetzt mal mitnehmen in den Weinberg. Wenn ich also im Weinberg bin oder im Keller, kann ich den mitnehmen und ein bisschen filmen und werde euch darüber auf dem Laufenden halten. Und dann könnt ihr dabei sein, wie der Jubiläumswein entsteht. Vielen Dank, euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder spätestens am 13. Juni. Vielen Dank.